Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. So, neues Thema, neues Glück. Ha! Kapitel 7, Schlüsselkonzept Vektoren. Und jetzt zu Kapitel 7.1, Wiederholung Vektoren. Die Vektorrechnung habt ihr in Klasse 10 schon relativ ausführlich behandelt. Wir werden uns jetzt in den ersten beiden Videos zunächst mal um die Wiederholung dieses Kapitels kümmern. Und bevor wir da groß in die Theorie einsteigen, gleich mal eine Aufgabe, wie man sie in Klasse 10 mit Vektoren hat lösen können. Ihr seht eine Strecke AB, die hat einen Mittelpunkt und dieser Mittelpunkt M soll bestimmt werden. Und schaut mal, ob ihr euch noch irgendwie daran erinnern könnt, wie man das mit Hilfe von Vektoren machen könnte. Und schreibt es dann bei euch auf die linke Seite rein oder probiert es einfach jetzt mal auf dem Schmierblatt. Die Lösung gibt es dann in 3, 2, 1. So, ich löse das mal mit meiner Variante 1. Und zwar überlege ich mir, wie komme ich vom Ursprung 0 zum Punkt M? So mit einem Pfeil vom Ursprung zum Punkt M. Ich habe den hier auch mal eingezeichnet. Aufschreiben kann ich das als den Vektor OM. Das ist. Ich überlege es mir hier nochmal. Ich muss vom Ursprung einfach zum Punkt A, dem Pfeil, gehen. Das ist der Vektor OA. Plus die Hälfte vom Vektor AB. Also ein Halb plus ein Halb von dem Pfeil, der von A nach B geht. Hier repräsentiert durch den Vektor AB. Also plus ein Halb AB. So, schreibe ich hier nochmal auf. Das ist der Vektor OA plus ein Halb. Und den Vektor AB, wisst ihr noch aus Klasse 10 hoffentlich, kann man ersetzen als den Ortsvektor OB minus den Ortsvektor OA, Klammer zu. Kann man sich auch vorstellen hier in der Skizze, wie man da hinkommt, wenn man bei A losläuft quasi. Ja, ich laufe hier los, laufe erst minus OA, dann bin ich hier, dann laufe ich OB und komme hier an. Genau, ist einfach Also der ich Weg. bin hier so gelaufen, im Endeffekt bin ich von A nach B gekommen. Gut, das multipliziere ich aus, das geht ja ganz normal. Dann habe ich OA plus ein halb OB minus ein halb OA. OA minus ein halb OA kann ich ganz normal zusammenfassen. Ist ein halb OA plus ein halb OB und ist ein halb, klammer ich noch aus. Also habe ich ein halb, Klammer auf, OA plus OB, Klammer zu. Und das ist im Endeffekt mein Mittelpunkt, den habe ich hier bestimmt durch den Ortsvektor OM, den man also sich als Pfeil vorstellen kann, vom Ursprung zum Punkt M. Ja, Gut. gut, das ist auch alles absolut richtig so. Und die meisten von euch werden es in Klasse 10 wahrscheinlich auch so gelernt haben. Einige vielleicht aber haben eine andere Methode gelernt, die relativ ähnlich ist, aber vom Aufschreiben her einem einiges an Schreibarbeit spart und übersichtlicher ist. Und die zeige ich euch jetzt. Vielleicht haben sie einige von euch auch schon so gemacht. So, Variante 2. Brauchen wir gar keine extra Skizze. Wir überlegen es uns an der Skizze hier oben. Wie kommen wir zum Mittelpunkt M? Sagen wir, wir wären eine kleine Figur und wir stehen in einem Punkt A. Wisst ihr, A kann irgendwelche Koordinaten haben. Seit Jahren machen wir das, dass Punkte irgendwelche Koordinaten haben. Wir stehen also in A und wir laufen in Richtung der Strecke AB, aber wir laufen nur die Hälfte der Strecke. Also ein halb AB, das ist so ähnlich wie beim Herrn Fähnrich drüben. Nur ich starte einfach im Punkt A und überlege mir nicht, wo liegt A im Vergleich zu dem Ursprung und so weiter. Einen Punkt in ein Koordinatensystem einzeichnen, das könnte jeder von uns machen. A plus ein halb AB, AB, das geht genauso wie eben auch. Wäre b minus a, das habe ich hier eben ersetzt, das Ganze ausgeklammert, vereinfacht, ein halb a plus ein halb b und übrig bleibt ein halb a plus b. Ist jetzt kein Unterschied, das ist eigentlich dasselbe Ergebnis, aber diese Sache mit diesem O und diesen Ortsvektoren, also dem Ursprung und dem Verhältnis, wie komme ich vom Ursprung zum Punkt a, das haben wir uns hier einfach gespart. A und b haben Koordinaten und die kann ich entsprechend benutzen. Gut, Sie haben auch nicht diese Skizze gebraucht. Das sehe ich auch ein. Das ist ein bisschen ein Tick besser, ja. Genau, es ist so, die linke Schreibweise, die Variante 1, das ist die eigentlich gängige Schreibweise, auf der auch unser Schulbuch beruht. Die Variante 2 drüben begründet auf einer Schreibweise von einem Mathematikprofessor, der Malle heißt. Das hat nichts mit der Ferieninsel zu tun, der gute Mann heißt einfach so. Und der ist Österreicher. Dort wird diese Schreibweise wesentlich mehr benutzt als bei uns. Wir haben uns aber dafür entschlossen, dass wir jetzt in der Oberstufe diese Schreibweise benutzen wollen. Ein paar von euch haben es in Klasse 10 schon so gelernt, das wissen wir. Und die anderen, das ist schnell umgelernt und wir werden bald sehen, bei vielen Aufgaben macht es uns das wesentlich leichter, weil wir diese Ortsvektoren überhaupt nicht mehr brauchen werden. Und später im Abitur sind auch beide Schreibweisen zugelassen. Ihr könnt beide benutzen, aber ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden. Und wir raten euch wirklich, euch für die Variante 2 zu entscheiden, die wir jetzt komplett durchziehen. Denn wir werden im Unterricht grundsätzlich nur mit dieser Variante arbeiten und in allen kommenden Videos. Deswegen
Kleines Umlernen für die, die es anders können. Es lohnt sich wirklich. So, wir kommen jetzt zum Regelaufschrieb. Der Regelaufschrieb ist diesmal ein bisschen länger, da wir ja das Ganze aus der 10. Klasse wiederholen. Wir fangen mit einer Definition an, und zwar definieren wir den Vektor. Ein Vektor ist zum Beispiel ein Zahlenpaar oder ein Zahlentrippel. Ein Zahlenpaar wäre zum Beispiel 1, 3, hier AB. Oder ABC, also drei Zahlen im Dreidimensionalen, mit ABC aus den reellen Zahlen. Es gibt auch eine alternative Schreibweise, Herr Thein. Genau. Man könnte das Ganze statt übereinander auch nebeneinander schreiben. Dabei hat man allerdings als Trennung hier so senkrechte Striche. Aufpassen, die bitte nicht hier drüben benutzen, damit es nicht plötzlich wie Poststriche aussieht. Die Schreibweise kann man genauso benutzen wie die. Das meint genau den gleichen Vektor, genau das gleiche Zahlenpaar. Wenn jetzt hier 1, 2 stehen würde und hier 1, 2. Wir werden aber sehen, diese Schreibweise wird uns ab jetzt immer seltener begegnen. Vor allem die hier spielt eine wichtige Rolle. Okay, und ihr kennt ja mit Zahlen, da gibt es Rechenoperationen, plus, minus, mal, geteilt. Bei Vektoren gibt es auch Rechenoperationen, aber nicht ganz so viele. Geteilt fliegt raus, aber die anderen gibt es. Zum Beispiel gibt es plus, die Addition. Zwei Vektoren können einfach miteinander addiert werden. Da addiert man einfach die Einträge. Genau. Wir haben hier AB und hier CD. Obere Zeile ist dann A plus C, untere ist B plus D. Subtraktion, genau das gleiche, nur dort eben dann mit einem Minus. Und dann gibt es noch die Multiplikation mit einer reellen Zahl. Und da macht man einfach, man nimmt irgendeine Zahl, R mal den Vektor AB. Und dann muss man die Zahl einfach mit der Zahl oben, mit A multiplizieren und mit der Zahl unten multiplizieren, mit B. Dann hat man R mal A oder R mal B. Wichtig ist, was wir noch nicht können, ist einen Vektor mit einem Vektor multiplizieren. Kommen wir später mal drauf. Wir können nur multiplizieren eine Zahl mit einem Vektor. Gut, an der Stelle werden jetzt einige sagen, Moment mal, in Klasse 10 waren Vektoren doch eigentlich Pfeile. Kommen wir gleich dazu. Wichtig wäre jetzt für uns zu wissen, für alle künftigen Überlegungen, ein Vektor ist zunächst nichts anderes als entweder ein Zahlenpaar oder ein Zahlentripel. Und wir können diese Rechnungen damit machen. Das ist ein Vektor. Was jetzt die Geometrie angeht, ist es so, man kann Vektoren geometrisch deuten. Und das hat jetzt mit dem zu tun, was wir in der 10. zu Vektoren gemacht haben. Und im Endeffekt gibt es drei Deutungsweisen. Die erste Deutungsweise ist, dass es einfach nur ein Punkt ist. Nichts weiter zum Beispiel der Punkt A. Kennt ihr auch schon, Punkt A hat man ja schon Koordinaten gegeben. Zum Beispiel hier ist es 3, 2. Und dann schreibt man es hier auch einfach hin. Genau, auf der x-Achse 3 rüber und 2 hoch, dann haben wir unseren Punkt A. Derselbe Vektor, 3, 2, eine andere Deutung. Nämlich als Pfeil mit beliebigem Anfang. Die 3 sagt mir nur, ich gehe in x-Richtung 3 rüber und 2 hoch. Das kann ich hier, das kann ich an der Stelle, das kann ich an der Stelle, das kann ich an beliebig vielen Stellen machen. Und es gibt noch eine dritte Deutung, und zwar ist auch wieder derselbe Vektor 3, 2, aber diesmal ist es ein Vektor mit einem festen Anfangspunkt. Hier ist der Vektor AB, der führt uns vom Punkt A genau zum Punkt B. Das ist genau dieser Pfeil, mit dem man vom Punkt A zu Punkt B kommt. Und man rechnet da, der Vektor AB ist B minus A, die Einträge, also 4, 3 minus 1, 1, subtrahieren könnt ihr, kommt 3, 2 raus. Das heißt, vom Punkt A muss man 3 nach rechts gehen und 2 nach oben gehen und man landet bei B. Wir haben also dreimal denselben Vektor. Es ist immer 3, 2. Der Unterschied besteht darin, wie wir den Vektor deuten. Jetzt kann man sagen, naja, woher soll ich denn wissen, wie ein Vektor gedeutet werden soll? Das passiert darüber, was für ein Symbol man nimmt. Wir sehen hier ein großes A, also ein Großbuchstaben. Dann deute ich einen Vektor als Punkt. Ein Kleinbuchstaben mit einem Pfeil drüber bedeutet, ich deute einen Vektor als Pfeil mit beliebigem Anfang. Und dann zwei Großbuchstaben AB mit Pfeil drüber, heißt, ich deute es als Pfeil zwischen zwei Punkten, den Punkten A und B. Man kann sich aber merken, bei Kleinbuchstaben gibt es beliebig viele, bei Großbuchstaben ist er festgelegt, Punkt oder ein fester Pfeil. Genau, und wichtig ist jetzt, sobald wir jetzt innerhalb von den kommenden Aufgaben geometrische Deutungen machen und uns überlegen, wie können wir bestimmte Aufgabenstellungen lösen, dass wir immer, wenn wir mit Vektoren arbeiten, die Symbole benutzen, die Sinn machen von der geometrischen Deutung her. Reden wir von einem Punkt? Reden wir von einem Pfeil? Reden wir von einem Pfeil zwischen zwei Punkten? Und das werden wir jetzt in Aufgaben auch in der Praxis sehen. So, Aufgabe 1. A. Bestimme für die Punkte A, minus 1, 3, 4 und B, 2, 0, minus 3, den Vektor AB und dessen Gegenvektor.
B, bestimme die Koordinaten von B, wenn der Punkt A 2, minus 1, 3 und der Vektor AB 2, 1, 0 gegeben sind. Gut, auf was wir hier achten müssen, wir haben jetzt bewusst eine Schreibweise für die Aufgabe gewählt, wie sie im Buch auftaucht. Dort wird nicht ganz so sauber unterschieden zwischen Vektoren und ihrer geometrischen Deutung, wie wir das gerade im Aufschrieb gemacht haben. Schauen wir uns dies dementsprechend kurz an. Bei der A gibt es diese beiden Punkte A und B. Wir sehen von der Schreibweise her, das sind einfach zwei Vektoren, die in dem Fall als Punkte gedeutet werden. Wir würden es also schreiben als a ist gleich minus 1, 3, 4 und b ist gleich 2, 0, minus 3. Und den Vektor ab, und so wie der da geschrieben ist, wissen wir schon, die Deutung davon wäre ein Pfeil. Genauso kann man sich es auch in b überlegen. Das heißt, wenn wir jetzt die Lösung machen, behandeln wir die Vektoren entsprechend. Probiert es mal selber, die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, die Lösung zu a, der Vektor ab, da rechne einfach b minus a. 2, 0, minus 3, minus, minus 1, 3, 4, gibt 3, minus 3, minus 7. Gut, der Vektor BA wäre der Gegenvektor dazu, also der genau in die andere Richtung geht, wenn man sich das als Pfeil vorstellen würde, ist A minus B und dann kommt entsprechend raus minus 3, 3 und 7. Und ihr merkt sicher, hier ist der Eintrag minus 3, hier ist er 3. Hier ist der Eintrag 3, hier ist er minus 3. Hier ist er 7, hier ist er minus 3. Das heißt beim minus 7. Minus 7, danke schön. Das heißt, beim Gegenvektor braucht man einfach nur die Einträge, ich sage gerne herumdrehen, im Endeffekt mal minus 1 nehmen. Das heißt, BA ist gleich minus AB. Gut, die Lösung von Aufgabenteil B. B ist gleich A plus AB. Wir haben unseren Punkt A gegeben, 2 minus 1, 3, und hängen daran den Pfeil 2, 1, 0. Und das ergibt dann 403 als neuen Endpunkt B. Gut, an dieser Stelle müssen wir aufpassen, dass zumindest beim Sprechen wir das Rechnerische und die geometrische Deutung auseinanderhalten. Rechnerisch machen wir hier das Folgende. Der Vektor A plus der Vektor AB ist der Vektor B. Das ist in Ordnung, denn Vektoren können wir addieren, subtrahieren, mit einer Zahl multiplizieren, kein Problem. Geometrisch starten wir am Punkt A, hängen daran den Pfeil AB und landen bei einem neuen Endpunkt B. Das heißt also, das Plus ist so viel, wie wir hängen daran was dran, geometrisch gedacht. Genau, richtig. Also rechnerisch ist es ein Plus, geometrisch heißt es ranhängen. Nur vom Sprechen her sollten wir nicht vermischen, von wegen wir addieren einen Punkt und einen Pfeil. Das klingt schon komisch und das sagen wir auch nicht. Kann man das Minus auch geometrisch deuten? Das Minus kann man geometrisch nicht deuten. Schade. Ja. Kommen wir zur Aufgabe 2. Aufgabe 2. Geh du mit Hilfe der Eckpunkte, das wären hier A, B, C, D von unserem Parallelogramm, den Vektor V an, mit V ist gleich A plus B. Wir sehen hier an der geometrischen Deutung, es sind Kleinbuchstaben mit einem Pfeil drüber, also wir betrachten Pfeile mit beliebigem Anfangspunkt. Wir haben aber hier natürlich ein Beispiel schon gegeben rechts, da sind die Pfeile am Anfangspunkt groß A drangehängt. Gut. So, jetzt überlegen wir uns geometrisch, was heißt das, was hier dargestellt ist. Das heißt erstmal nichts anderes, als wir hängen an den Pfeil A, den Pfeil B ran. Wir gehen also an den Endpunkt von A, nehmen diesen Pfeil hier rüber und dann bekommen wir den Pfeil folgendermaßen. Wollen Sie den Pfeil mal drüben rechts haben? Ja, bitte. Genau, jetzt hängt hier drüben der Pfeil B dran. Und jetzt sehen wir, wir landen, wenn wir die beiden aneinander hängen, beim Punkt C. Das heißt, den Vektor V, der wir suchen, ist nichts anderes als geometrisch der Pfeil zwischen dem Punkt A und dem Punkt C. Den können wir auch mal einzeichnen. So. Und ein Pfeil zwischen zwei Punkten, das haben wir vorhin gehabt, wie man den bezeichnen kann, das wäre gerade AC. Dieser Vektor wird geometrisch gedeutet als Pfeil zwischen A und C. Und das ist dann das gesuchte Ergebnis für unser kleines V. Wir können rechts auch noch eine Zeichnung ergänzen. Rot ist dieses kleine V oder halt der Vektor AC. Dann haben wir die Zeichnung auch ergänzt. Das ist V. Und auch der orangene Vektor ist der Vektor B, weil diesen Vektor klein b, haben wir gesagt, das ist ein Pfeil, den wir überall hin verschieben können, auch hierhin. Gut, damit wären wir am Ende. Genau. Und dann beenden wir das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann.